Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Runde gegen Mr. West. So, mir graut's etwas. Der Winter ist wahrscheinlich vorbei. Und ja, Russland geht langsam dem Ende zu. Da können wir ja nicht mehr viel dran machen. Der Zar ist gestürzt worden. Und ja, jetzt ist eine neue Regierung an der Macht. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen Moral dazu. So, er geht darunter. Er sollte nicht mehr viel Versorgung haben. So. Ja, er ist schon mal da. Ah, zwei. Zwei Schuss. Ah, 5:3 immerhin. So. Er ist abgeschnitten. So, schauen wir mal. Ja, das war das englische Korps, hat aber eine Menge gebracht. So, da. Komm, ihr müsst halten. Na, 3:3. Er zieht sich raus. Ach, Mist. Ja, der ist auch hinüber. Ja, das war's für ihn. Aber er zieht nicht nach. Triest wird beschossen, einmal, zweimal, dreimal. So, U-Boot haut ab, er haut ab. Ah, Mist, hat wahrscheinlich jetzt Versorgung von 1. So, da in Russland geht es auch weiter, aber die halten noch. Ja, das kostet ihnen Truppen und das war es auch für ihn, ja. So, ja, dass er drauf geht, das war mir fast klar. Smolensk muss noch ein bisschen halten. Ah, wieder ein Schaden. Zwei Schaden. Ja, das muss den Deutschen einfach ein bisschen wehtun. Ja, kostet auch mal ein bisschen Geld. Jawohl. Russische Flotte taucht noch ab. Ja, entdeckt worden. Na komm. Ah. 2:1. Ja, ich habe halt keine U-Boot-Verteidigung. So, da oben kreischt das U-Boot rum. 1:1. Mal die Schiffe auch mal reparieren. Jedenfalls die Zerstörer wäre mal gut. Mit ihm mal irgendwo versuchen wir zum Hafen zu kommen, um seine Versorgung einfach mal aufzufrischen. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. 1:1. Wenn er es nicht unterstellt. So. Ah, da wird jetzt da geschossen. Okay.
Ja, die Festung. Aber Festungen haben ja auch noch so eine gute Grundverteidigung. Mal schauen. So, 4 zu 3. 2 zu 2. Okay. So, Wiederholung abgeschlossen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, wie es da in Frankreich am besten weitergeht. Die Festung war halt nicht gut. So, da ist ein Luftschiff. Lenin trifft in Russland ein. Eine Abteilung. So. Setze ich gleich. Dann wollen wir mal schauen. 3 zu 0. So, du tauschst mit ihm. Immer noch ein 3 zu 0. So, 6 Geschosse. Na, 4 zu 2. So, er kommt noch nach da. Ein 2 zu 2. Nein, 3 zu 3. So, du gehst mal hier runter, dann kannst du daraus. Du gehst in die Festung. Dann ist er zerschlagen. So, wir wollen mal. So, ja, es ist aber, es ist immer noch ein 3 zu 0. Muss da eh raus. Stimmt, da wollte ich ja hin. 3 zu 1. So, du kommst da rein, das ist gut. Das heißt, ein 4 zu 1 mit. Dann noch so krass ist. So. Er muss abgegradet werden. Er kann dann da rein. Ah, ist natürlich ein 3 zu 0. Ein 3 zu 2.
Achso, wenn er auf ihn schießt, kann er nicht auf ihn schießen. Hat doch noch 5 Geschosse. So, er hat von... Klär mal kurz auf. Er steht da. So. So, Mist, jetzt habe ich ihn nicht unterstellt. Den kann ich nicht unterstellen mehr. Den freistellen, hoffen, dass er danach unterstellt wird. Sonst habt ihr ein Problem. So, dann du verschanzt dich da. Von 6. So, neue Einheiten. Habe ich nur eine Abteilung von England. So, wir schauen mal ganz kurz. Jetzt auf den Truppentransporter und fährst hierhin und du wirst verlegt. Ich brauche dich in hier. Ja, 1 zu 1. Versorgung ist mal hier auf 5. Ja. So, da komme ich nicht weiter. Er geht nach dort. Er rutscht mal hier rein, wird sich verschanzen. Steht eigentlich eine ganz guten Verschanzung hier. So, ich könnte mit ihm hier entziehen. Eins, zwei, drei. So, schauen wir mal. Eins, sieben. Ah, ich. So, das heißt, er kann auf einen Truppentransport. Ja. Ziehen immer nach dort. Er zieht nach da.
Schon mal ein 3 zu 3. So. Ihn würde ich ja gerne hier runtersetzen. So. Er wird dann eine Truppe haben, aber ob er hier eine hat, das weiß ich natürlich nicht. Drei, vier. Er kommt nicht rein, weil er auch noch 5 ist. Ihm könnte ich ja reinkommen. Wahrscheinlich schon von 4, komm. Na. Ein bisschen Glück, Leute. Der kann auch nicht mehr tauschen. Shit. Das hatte ich ja nur so ein bisschen gehofft. Ja. Er hat noch eine Versorgung von 3. Das ist okay. Mal gucken, vielleicht greift er ja an. Ich setze definitiv mal hier hin. Nächste Runde einfach mal ein bisschen. Okay, da kommen noch mehr. Ja, war ich zu voreilig. Da war ich zu voreilig. So. Jetzt mal hier gucken. Du gehst auf den Transporter. Fährst nach dort. Einmal tauschen, du da rein. Tauschen und fertig. Hätte ich nächste Runde machen sollen, dann hätte ich nämlich hier ein paar Truppen noch gehabt. Ärgerlich. So, das war's dazu. Dann habe ich hier oben noch die Artillerie. Die wird noch verlegt, ja. Und zwar hier an die Küste. Damit man vielleicht mal hier mit der Artillerie noch mal ein bisschen mehr Druck auf Sophia machen kann. So, und jetzt schauen wir mal, was hier so geht. 2 zu 3. Also, du kannst nach da. Du kannst nach da. Ist zwar da und verschanzt dich erstmal diese Richtung. Du gehst ein Stück zurück, kannst dich hier auch verschanzen. Nein, kannst du nicht. Du stehst wahrscheinlich schon in der Verschanzung drin. So. Du rückst mal auf. Kannst dann nächste Runde hier auch mal ein bisschen Verteidigung, ein bisschen schießen. Bis nach da und auch schon mit ihm die Stellung. Kann er noch repariert werden? Ja,
kaufen. Italien, ein Chor zurück. 135 reicht genau. So. Ein Punkt. Ein aller Punkt. Er kann sich nicht mehr bewegen. Da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ach, schöne Mist. Mein Gott. Ein einziger. Ach, Driss. Driss. Das ist echt Driss. So, verstecke ich ihn mal auf Maximum. Wenn ich schon nichts machen kann, dann ist das halt so. Ach. Da wären wir drin gewesen, hätten wir das Nationalmoralziel gekriegt. Schade. So. Du bist da ganz gut, du bist da ganz gut. So. Serbischer Befehlshaber habe ich noch und ein griechisches Chor. Ne, da kommt er gar nicht hin. Okay, dann musst du... Du nach unten, ihr beide tauscht mal. Du marschierst mal hoch. Athen bleibt verteidigt. So, jetzt habe ich nur 333 für Forschung mit England. So, Infanteriekriegsführung ist ganz gut, Grabenkriegführung wird maximal entwickelt, Jagdflugzeuge werden maximal entwickelt, Artilleriewaffen, Erdkampfwaffen kaufen kann ich mit Italien schon mal keine Artillerie mehr. Das ist schade, aber Forschung habe ich noch 40. Stimmt, dafür könnte ich mir nichts kaufen. Letzte Runde, das heißt, ich würde gerne einen neuen Befehlshaber haben. So, ein 6er kann ich mir nicht leisten, aber ein 5er könnte ich mir leisten. Oder noch ein paar Cores. Könnte ich mir einen kaufen. Ja, ich kaufe einen 5er Befehlshaber, um einfach nur ein bisschen Versorgung zu verbessern. So. Ihn da, die Abteilung kommt jetzt nach dorthin. Und das war's mit dem Geld. So, Forschung. Frankreich hat noch 60 zur Verfügung. Ich könnte einen schweren Bomber forschen. Aber
Das möchte ich erstmal nicht. Grabenkriegsführung werde ich immer einforschen. Das heißt, da bin ich dann auch weiter. Und nächste Runde müsste eigentlich Panzerkriegsführung auf 1 entwickelt werden. Und ein bisschen Glück habe ich Führungskontrolle. So, dann kaufen. Ich brauche unbedingt Cores. Das eine Core wieder zurück. Moment. Warte mal. Ja, gerade mal 44%, also viel ist es nicht. So, also kaufen. Ich brauche unbedingt einen Core. Zurück, dann brauche ich noch mehr Cores. Ja, 222. Jetzt habe ich noch 54 übrig. Werde ich nochmal verstärken. Ihn könnte ich auf 10 setzen. Er kommt auf 10. Und das war's hier. So. Einfach nochmal hier zu decken, dass er hier nicht irgendwo reinzieht und irgendwas im Blödsinn macht. Das schade, dass er ein Punkt. Das ist echt doof. So, dass er nächste Runde wirklich auf Null ist. Da soll er halt das Schiff, englische Schiff noch vernichten. Nicht nur irgendwo. Ich habe keine Schiffe mehr hier. Doch, ihn. So. Gehst du hier mal in den Hafen? Dann müsste er jetzt. Ne, du bleibst auf jeden Fall da. Ja, jetzt habe ich alles hin und her bewegt. Du gehst nach da, du gehst nach dort. Weil, wenn er ihn herausholt, was sein könnte, dann würde er hier quasi eine 7er Versorgung haben. Das wäre halt eine Katastrophe. So kann er ihn kaum reparieren. Und habe dann immer noch eine Versorgung vielleicht von 3 Mann oder so. Den könnte ich mit den beiden Kollegen hier dann herausholen. Außerdem ihn habe ich auch noch. Ihn kann ich dann ihn vielleicht rausnehmen, ihn reinsetzen, mit ihm dann angreifen. Mal schauen, wie man das irgendwo vielleicht gedeichselt bekommt. So, also, das war es hierzu. Ach, stimmt. Du bist im Hafen. Das war's dazu. Jetzt Russland. Nee, die Front. So, er hat noch eine Versorgung von 3. Ein 2:2 kann man hier schön machen. Ah, ein 3:1, das ist natürlich sehr gut. Ein 1:2. Nehmen wir auch mit. So, und die beiden tauschen wir und jetzt müsste da ein 1:1 auch passen und dann war es das für ihn.
Dann ist hier die Versorgung. So, er hat die Versorgung von 6. Der hat momentan eine Versorgung von 1. Schauen wir mal, wenn er jetzt hier wieder drin ist. So, du bleibst da. Und wir wollen jetzt mal schauen. Da unten ist schon mal niemand. Das ist schon mal gut. Das heißt, da würde ich jetzt mit ihm dann heruntergehen und mit ihm na, so maximale Schritte nach vorne. Damit man hier nochmal ein bisschen Stunk machen kann. So, aber es bringen alles, diese Orte bringen alle nicht so viel. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber Bagdad war schon mal gut. Hier ist halt wichtig. Mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo Medina ein bisschen was machen kann. So. Mal verstärken. Nee. Versorgung von 3. Ich hoffe mal, es wird nächste Runde besser. So. Zu 1 und 1 zu 3. Ein 1 zu 2. Und wieder das Übliche. Da komme ich nicht weiter. Der kommt auch nicht weiter und die kommen auch nicht weiter und der bleibt da stehen. So. Ich könnte mit ihm. Ziehst du schon mal zurück. Du gehst auch zurück. Du kannst dich hier verschanzen. Du bleibst in Kiew schön verschanzt, das heißt, du gehst deine Verschanzung wird höher. Du stehst da mit der Verschanzung von 4, das ist gut. Smolensk wird jetzt getauscht und er wird repariert. Er hat leider kein Hauptquartier, das ihn unterstellt. Vielleicht kann man ja ihn verlegen nach hier, um einfach mal Smolensk. Er repariert sich. Smolensk noch ein bisschen zu halten. Das Bauchwald. Dann kannst du dich hier verschanzen, du verschanzt dich da. Na komm. Gehst du noch nach da? Du gehst auf eine Eisenbahnlinie. Schon warst du schon, aber. So, soll ich mit ihm. Der wird da wahrscheinlich jemanden haben. Ja, schade. Das war dumm, aber egal. Da. Jetzt habe ich noch 240 übrig, dann kann ich mir noch ein
noch einen Kurz zurückkaufen und jetzt noch eine Marineinfanterie, aber bis dahin schaffe ich das nicht mehr. Das heißt, ich kaufe mir jetzt noch einen Kurz zurück. 98 Forschung, Graben kriegt noch mal einen mehr. Und dann war es das auch von ihm wieder. So. Bombardiere ich noch ein bisschen und ich hoffe ja, dass diese Einheit irgendwann stirbt, damit ich hier dann den Weg frei habe, um hier die vielleicht die ein bisschen Osmanische Reich noch zu attackieren und versuche mal hier hoch zu verlegen mit der Artillerie. Ah, hier war ganz schön, da kann man hier die Stellung ein bisschen bombardieren, um dann doch mal hier noch mal ein oder zwei Einheiten rauszunehmen. Ne, das von der Seite. Kann man nicht mehr viel tun. Oh, das ärgert mich hier mit dem Ort. Die Festung, dass er die gekriegt hat. Wahrscheinlich wird er das Ding als nächstes sich holen. Ja. Naja. Beenden wir mal den Zug. Geld habe ich nichts mehr. Ich habe alles gekauft. Wann kommen denn noch mal im Produktionsbericht? Wollte ich mal reingucken. Im Mai, nächste Runde, kriege ich nochmal ein Kavalleriekorps und im Juni kriege ich dann erst wieder meine Korps. So, kommt noch ein Schiff. Mein Befehlshaber kommt im Juli. Italien, eine Abteilung im Mai und im Juni noch dein verlorenes Korps und Russland bekommt halt noch sein Korps und noch ein U-Boot. Ah, aber wo U-Boot im. So. So. Dann nehmen wir mir noch mal ein Schiffchen weg. Das war schön. Und habe ich leider keine mehr. Aber wieder mal ein Schiff weniger. So. Du gehst mal dorthin. Mal gucken, ob ich mit meinem. Obwohl, das ist eigentlich Todesurteil, obwohl so viel hat er eigentlich nicht. So, einmal wollte ich nochmal Berichte schauen, was er doch der Deutsche für Einnahmen hat. Diagramme, MPPs, er ist momentan bei 7, ja, 600 mal 700 ungefähr. So, dann hat der Österreicher ist bei 360 und das Osmanische Reich bei 250. Dann sind wir bei 1200, 700 plus 1060 plus 1260 plus 1310.
gegen Frankreich von 490 plus den Engländer bei, war ich denn so, 400, sind wir bei 800. Italien ist bei 160, sind wir bei 960. Ja, und wenn Russland raus ist, hat der Deutsche mehr Einkommen. Ah, das ist dann fies. Das heißt, hier müssen wir dringendst noch was tun. Alles klar, dann Runde beenden. Ja. Hat Nachschubmangel. So, Forderungen beschwegten nach Frieden, schmälern russische Entschlossenheit, den Krieg fortzusetzen. Uneingeschränkter Siegkrieg stärkt die deutsche Moral. So, USA protestieren gegen den Seekrieg. Lass sie machen, passiert eh nichts. Irischer Osteraufstand gegen britische Herrschaft. So. Dann. Ein paar Sachen werden blockiert, blockieren Seeimporte. Ja, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg halten Antikriegsreden bei Maidan-Demonstrationen in Berlin. So, Lenin ruft die Sozialisten in der Schweiz dazu, den Krieg in Klassenkampf zu verwandeln. So, britische Artilleriewaffen auf 100%. Oh, das ist gut. Artilleriewaffenstufe 2, Luftkrieg Stufe 1 und Panzerkriegsführung Stufe 1 und Infanteriewaffenstufe 1 und dann Infanteriekriegsführung noch einen Erfolg gehabt. Das war doch ganz gut. So, da sind wir bei, ja, wie ich schon sagte, der Deutsche. Noch hat er nicht mehr, aber bald hat er mehr Einnahmen als wir. Deswegen, da müssen wir unbedingt noch dran arbeiten, sonst wird der Krieg ja relativ einseitig werden. Dann vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Lasst gerne ein Abo da, schaltet aber Mr. West rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.